Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Heute möchte ich euch die AIDA Nova Restaurants vorstellen. Dort gibt es einige Neuigkeiten und ja, wie immer auch die alten Klassiker von AIDA. Wir fangen bei den à la carte Restaurants an. Hier sind die Speisen nicht inklusive, sind also zu bezahlen, die Getränke genauso. Ihr habt einen Service am Platz und solltet immer eine Reservierung vornehmen. Gourmet Restaurant Rossini, ja, das kennt man von allen Schiffen, bis auf Aura, Cara und Vita gibt es das auf allen AIDA-Schiffen, die Gourmet-Küche. Das Curascaria Steakhouse, die Art und Weise des Steakhouse ist neu, allerdings das Steakhouse an sich nicht, das kennt man auch schon. Sushi House, japanisch, ja, da gibt es Sushi, kostet im Übrigen 24,90 Euro pro Person. Da könnt ihr euch quer durch die Sushi-Küche futtern und bekommt vorher noch ein Glas Sekt. Neu ist das Teppanyaki Asia Grill. Ja, immer ganz cool, so eine Kochshow. Habe ich schon zwei, dreimal gemacht, war immer sehr, sehr lustig. Neu ist auch das Time Machine Restaurant, Erlebnisdinner. Hier zahlt ihr pro Person 14,90 Euro und Kinder bis 12 Jahre sind kostenfrei. Was heißt Erlebnisdinner? Ja, es gibt so eine Art Show beim Essen. Habe ich bei einem amerikanischen Schiff schon mal erleben dürfen. War sehr geil und ich glaube, AIDA macht das auch richtig gut. Auf jeden Fall, das, was man vom Restaurant bisher gesehen hat, sieht sehr, sehr gut aus. Dann haben wir noch das Kochstudio. Das ist bekannt von Prima und Perla. Hier gibt es diverse Workshops, da wird zusammen gekocht und dann nachher auch gegessen. Jetzt kommen wir zu den Spezialitätenrestaurants. Da sind die Speisen inklusive und die Getränke extra zu zahlen. Wenn ihr allerdings ein Getränkepaket habt, bekommt ihr in diesen Restaurants mit dem Getränkepaket auch eure Getränke. Service am Platz gibt es auch und reservieren solltet ihr auch, bis auf das Best Burger at Sea, da kann man nicht reservieren. Die Spezialitätenrestaurants sind das French Kiss, kennt ihr von Prima und Perla, französische Küche. Das Ristorante Casanova, venezianische Küche, kennt man auch von Prima und Perla. Das Brauhaus, das bekannte AIDA Brauhaus, kennt man auch. Neu ist Best Burger at Sea. Ja, finde ich sehr geil, dass es da jetzt einen eigenen Burgerladen gibt. Da könnt ihr euren Burger auch selbst zusammenstellen. Das ist eine ganz coole Sache. Und neu ist auch das Oceans Fish Restaurant. Ja, das muss man nicht mögen, ich mag es nicht, wegen mir hätte man das weglassen können und einen richtigen Dönerladen einbauen können, aber kommt vielleicht noch. Wir kommen zu den Buffet-Restaurants, hier ist natürlich kein Service am Platz. Speisen sind inklusive und die Getränke sind inklusive, so wie ihr das kennt, bei den Mahlzeiten gibt es da die Getränkespender, Bier, Wein, Softdrinks. Das Fuego-Restaurant kennt man von Prima und Perla, das ist auch das mit Kinderbuffet, befindet sich auch auf dem sogenannten Familien- und Kinderdeck. Das East-Restaurant, asiatische Küche, kennt man auch. Neu ist das Yachtclub-Restaurant mit maritimen Flair. Dann haben wir noch das Belladonna-Restaurant, italienische Küche und das allseits beliebte Marktrestaurant, saisonale Frische. Darüber hinaus gibt es die Snackbar, Street Food heißt das Ganze, Leckeres auf die Hand. Und was bekommt man auf die Hand? Döner, da freue ich mich sehr drauf, endlich ein Döner bei AIDA. Dann haben wir nach wie vor die Scharfe Ecke, die bekannt ist von Prima und Perla mit der Currywurst und Brot und Stulle. Ja, die Bilder verraten, dass man da auch wohl Brote kaufen kann. Ich bin gespannt, ob man das hinbekommt, wie der Mitbewerber mit dem Artisanbrot, das wirklich sehr, sehr lecker ist. Vielleicht bekommt AIDA ja auch ein richtig geiles Brot zustande, das man sich dann am Ende der Kreuzfahrt immer kaufen kann. Ja, das waren die AIDA Nova Restaurants, die Neuheiten und die alten Bekannten. Ich sage danke, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.